das Maß ist voll. Viele spüren das insgeheim, aber wenn man hierher geht, dann merkt man es mit einer vollen Wucht. Wir haben uns jetzt hier mal umgesehen, weil es heißt ja oft, es seien nur Spinner und Verschwörungstheoretiker auf solchen Demos. Es ist ganz anders. Es ist sind ganz normale Leute. Es sind Mütter, es sind Musiker, es sind aus der Tourismusbranche, Unternehmer, alle möglichen, die sich hier zusammenfinden, dass sie Gehör finden. Dass sie sagen, da ist etwas nicht in Ordnung. Wir glauben nicht alles, was ihr uns sagt. Und wir wollen, dass sich jetzt etwas ändert. Ja, warum bin ich da? Genau wie alle anderen. Die Regierung spinnt. Sie zwingen uns Maßnahmen auf, was überhaupt nicht gerechtfertigt sind. Ich bin Papa geworden voriges Jahr und unsere Kinder müssen das nicht mitmachen. Ganz einfach. Für was hast du Angst, was passieren könnte? Naja, unsere Freiheit. Wir dürfen immer mehr reisen, wir dürfen immer mehr raus. Das geht einfach so nicht. Willkür herrscht. Kann man immer mehr vertreten, kann man immer mehr hinnehmen. Ja, also durch das, dass ein bisschen die Zahlen gehen vor Corona, glaube ich nicht wirklich da, dass das gefährlicher ist wie eine Grippe, aber was im Hintergrund rennt, das ist das, was eigentlich aufgezeigt werden sollte. Ne? Ich arbeite im Tourismus, aber ich habe seit Jänner nicht mehr gearbeitet. Also keine Anfragen mehr oder? Gar nichts, weil die Leute ja nicht einmal reisen können. Weil ich arbeite mit Gästen aus Lateinamerika zum Beispiel viel und die können ja nicht einmal anreisen. Ja, also es ist absolut tote Hose. Also ich hoffe wahnsinnig, dass die Leute alle aufstehen und sich dass ihnen klar wird, es geht um die echte, um die Demokratie und um das freie Miteinanderleben. Und das wird, wenn wir nicht aufstehen, dann sind wir also in Gefahr, alle in der Diktatur zu landen und dann keine Ahnung, was dann wird. Das ist eine Katastrophe. Warum sind Sie hier? Ich bin Lehrerin und ich bin da für die vielen, vielen Kinder, die in unserer Obhut sind, in der Schule. Und ich verstehe nicht, warum Eltern nicht ihre Kinder schützen vor den Masken, vor den Maßnahmen, weil ich kann das in der Schule nicht mehr bewältigen. Ich versuche, die Kinder ohne Maske zu unterrichten. Ich versuche, am Gang ohne Maske zu sein. Es gelingt mir gut, es gelingt mir überall. Ich habe noch nie eine Maske getragen und ich möchte, dass die Kinder vor diesen Maßnahmen geschützt werden. Sie sind psychisch krank, sie können nicht mehr, sie betteln mich an, dass hier was sich verändern soll und ich möchte, dass das einfach anders wird. Ich bin die Initiatorin von Österreich ist frei. Bei der Veranstaltung waren wir einige, die gemeinsam organisiert haben. Es ist überwältigend, wie viel Feedback aus der Bevölkerung kommt, wie viele Leute wirklich aufgestanden sind heute und wir hoffen, dass wir was bewegen können. Was glauben Sie, was jetzt damit bewirkt wird? Wir hoffen, dass wir eine breite Bevölkerung erreichen, dass sie die Leute bewegen, dass die breite Masse aufsteht und dass die Maskenpflicht fällt. Was sind die Hauptziele? Also die Maskenpflicht ist ein Ziel. Was sind die anderen Ziele? Ein großes Ziel wäre auch, dass der PCR-Test endlich so dargestellt wird, wie er ist, nämlich ist absolut wirkungslos und nicht aussagekräftig. Dann können wir langsam wieder in eine Normalität zurück. Solange das nicht geklärt ist, die Masken und der PCR-Test, werden wir ewig so dahin rudern. Was sind die weiteren Pläne von Österreich ist frei? Vernetzen, aufklären, Schicksale vor den Vorhang bringen, Menschen sprechen lassen, die geschädigt werden, da gerne ein Aufruf. Jeder, der diskriminiert wird, geschädigt wird. Wir bringen auch Kinder vor den Vorhang, die sollen auch sprechen und sagen, wie es ihnen geht. Einfach die Gegendarstellung zu dem, was die Mainstream-Medien täglich verbreiten, dass die Gefährdung eigentlich nicht durch ein Virus passiert, sondern durch die Maßnahmen. Also ich kann jetzt nur abschließend sagen, nachdem ich mit einigen Leuten hier geredet habe, es tut wirklich gut, dass nicht alle glauben, was ihnen tagtäglich aufgetischt wird. Es tut wirklich gut, dass manche Menschen einfach kritisch hinterfragen und sich zur Wehr setzen. Und das tun sie mit dieser Demo, das ist ihre Möglichkeit und wir hoffen, dass es auch Gehör findet.